Hallo, herzlich willkommen zu Speedrandale. Endlich geht's wieder mal weiter mit einer neuen Folge. Wir haben auch wieder einen sehr potenten Superstar des Speedrunnens heute hier. Du hast gerade erzählt, du wurdest auf einen exklusiven Event von Nintendo eingeladen, wo nur Miyamoto war, Mario. Ja, leider nicht. Und Sonic. Bowser hat's, glaube ich, noch, aber und du. Das war alle und Sonic natürlich Ehrengast. Ne? Konkurrenz muss man auch einladen. Das ist 360 Chrism oder auch Chris. Du warst schon zweimal hier. Heute hast du einen weiteren Marathon geplant bei uns. Ja. Das ist nur eins der Spiele jetzt gleich, die du dir abliefern wirst. Ich hätte fast gesagt, ein Marioton. Aber warum eigentlich nicht? Na, ne? Noch nicht ganz. Denn was genau passiert jetzt hier? Und was passiert den Tag über noch in den nächsten Folgen, die ihr sehen werdet? Ja, wenn wir Chris schon mal hier haben, werden wir natürlich noch wesentlich mehr Sachen als nur das Speedrun, was wir heute dann sehen werden. Weil er hat einige Sachen hier mitgebracht, auch ein paar ungewöhnliche. Ja. Da wollen wir es jetzt noch nicht direkt verraten. Ich habe nie von gehört, was du dir gerade gesagt hast. Egal, nachher. Da könnt ihr sehr drauf gespannt sein, aber hauptsächlich jetzt, wo wir uns alle auch hier dann zusammenbegeben haben, wollen wir eines der Spiele dann speedrunnen lassen, was die Welt bewegt und von vielen auch als das beste Spiel aller Zeiten bezeichnet wird. Gerne. Ich habe gehört, Game 2 war sehr begeistert über das Game. Super Mario Odyssey. Yay! Geil. Ich hab's noch nicht gesehen. Also das Spiel bis heute noch nicht gespielt, weil meine Version nicht gekommen ist. Jetzt ich leider direkt auch nicht. Einmal, wir werden direkt gespoilert, komplett durchspielt. Aber macht nichts. Bei so einem Spiel ist egal. Wir werden nicht komplett gespoilert. Ich habe schon gehört von Chris, dass wir die Nippel nicht zu sehen bekommen. Ja. Also keine Beach-Nippel von Mario. Keine Nippel. Nicht in diesem Run. Also müssen wir es selber spielen auf jeden Fall. Ich finde, das sollte eine Bedingung für einen der Runs sein. Und wir sein. Skippen alle Cutscenes, das heißt... Nipple Percent. So viel verpasst ihr dann gar nicht, weil die Cutscenes sind echt toll. Ah, okay. Aber die sehen wir heute nicht. Okay. Also heute, sehr gut. Heute ohne The Deepest Lore mit dabei. Wir hatten ja auch Mario Odyssey vor einiger Zeit hier auf dem Sender im Beans Versus. Wir haben es nicht ganz durchgeschafft in irgendwie so 10 Stunden Spielzeit, glaube ich, die wir hier abwechselnd dran gewesen sind. Du wirst nicht ganz 10 Stunden brauchen heute, oder? Nee. Fast, aber. Ein bisschen über eine Stunde. Okay. Ja, du machst einen Any% dran. Genau. Das heißt, also ist das der gängige, der momentan von den meisten gemacht wird? Ja, eigentlich. Es gab, also das Spiel ist jetzt schon eine Woche draußen und es gibt schon über 250 Runners. Also alle sind draufgesprungen auf dieses Spiel. Und, ja, klar. Ja, Any% 250 oder so und dann alle anderen Kategorien vielleicht 5 oder so. Mhm. Also die sind auch nicht sehr populär. Wie viel peilst du denn an gerade? Was ist deine PB bisher? Mein PB ist 1,17. Mhm. Also 1,15 heute, ne? Ja, könnte genau. Schon werden, ja. Also das Fernsehen. Ja, ich versuch mal. Ja, was ich anpeile, keine Ahnung. Ist eigentlich... Ich bin mit der 1,17 schon recht zufrieden eigentlich. Aber ich versuche noch. Ja, also Jörg, wir können ungefähr mit 1,25 rechnen oder 1,30 hier heute. Vielleicht. Wir gucken vielleicht mal, je nachdem, was. Oder vielleicht 1,20? Na, so 1,10. 1,25 Max, ja. Okay, okay, na gut, schauen wir mal. Willst du direkt loslegen? Ja, okay. Können wir das gerne machen. Ich gehe schon mal an den Timer, muss man sagen, wann es losgeht und dann haue ich das rein. 3, 2, 1, los. Okay. Oh, sehr schön. Okay. Ja, es ist ein sehr aktiver Speedrun, also physical. Gab's gleich weg mit dem Zeug. Hat man da schon, Unterschiede gemerkt, ob es von irgendwie vom Modul oder als Download-Version das Spiel drauf ist? Wurde noch nicht getestet. Das ist Mario übrigens für. Ah! Ja. Ich pack das mal hier weg. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Also, sieht auch sehr schön aus. Könnt gerne Regie, ich glaube, wir müssen uns nicht den Sound über die Box nochmal geben. Wir haben den hier auch nochmal so im Fernseher. Und schon geht's los. Gerade erst aufgestanden. Roll. Ja. Die Leute sind angenervt bei dem ganzen. Du musst immer dein Pad schütteln fürs Rollen. Ja, um es am schnellsten zu machen. Du musst immer in Bewegung sein. Du benutzt deswegen dann. Deswegen ein aktiver Spiel. Ja. So. Du benutzt den Wii U-Controller selber. Es, Switch. Switch Pro. Den Switch, den Pro-Controller. Einfach die Sticks sind besser als bei den Joy-Cons, oder? Ich habe Joy-Cons noch gar nicht ausprobiert. Mhm. Also ich habe einfach angefangen damit und. Dabei geblieben. Ja, fühlt sich sehr gut an. Also ich weiß, es ging ja auch bei vielen darum, dass einige Leute, die es als im Handheld-Modus spielen, dass man einige Manöver nicht machen kann, weil die auch wirklich Bewegungssteuerung abhängig sind. Davon ist wahrscheinlich das eines, ne? Eigentlich
alles ist möglich, außer der sogenannte Homing-Wurf. Also du wirfst die Kappe und dann, wenn du schüttelst, dann fokussiert es auf irgendwas, was in der Nähe ist. Ah, okay. Das kannst du, glaube ich, gar nicht machen ohne Motion Controls. Okay, ich sehe schon, wie es hier weitergehen wird. Die Mütze. Ohne die Mütze würde so vieles nicht gehen. Ich habe das ganze Spiel durchgespielt und nicht einmal diesen Mitchell-Jump gemacht. Ich wusste gar nicht, dass der geht. Ich sehe den auch ständig auf Reddit und Co. in GIFs, wo Leute versuchen, an die absurdesten Orte zu gelangen, so out of bounds zu kommen. Sehr, sehr viel möglich. Aber ich glaube schon, dass die Entwickler... Die wussten natürlich, dass es funktioniert. Ja, man findet an den absurdesten Orten dann auch so einen Haufen Münzen. Ja, genau. Das machen die ja. Die wussten, dass das alles möglich war. Also, wir haben noch nichts wirklich gefunden, was das Spiel kaputt macht oder so. Ja, das noch ist aber auch ein Nintendo-Spiel. Da ist es natürlich echt nicht einfach, was zu finden. Es sind einige Sachen, die man nicht skippen kann, so von wegen Ingame. Also die meisten Cutscenes sollten ja gehen, aber irgendwo, wo du dann warten musst und dann kommt viel Text die ganze Zeit. Ja, zwischen Levels ist so ein bisschen Text, wo man ein bisschen mashen muss. Aber ansonsten alle Cutscenes, sehr, sehr nice, kann man alle überspringen. Mhm. Für die Leute, die Odyssey bisher nicht gesehen haben, orientiert sich ein klein wenig mehr an sowas wie Mario 64 oder Sunshine, dass man so Sandbox-mäßige Level hat, wo es dann viele sammelbare Sachen gibt. Und hier statt Sternen gibt es Monde oder statt Sonnen gibt es Monde, je nachdem, welches Spiel man als Vorbild nimmt, von dem man eine bestimmte Zahl erreicht haben muss pro Sandbox-Level, um in den nächsten Level reinzukommen. Du wirst dann, denke ich mal, nur die Mindestanzahl dann jeweils hier machen, ne? Genau. Also es geht wirklich nur um die Anzahl der Monde. Das heißt, wenn da so ein Endboss in so einem Level ist und wir können Monde irgendwie anders auch bekommen, dann machen wir das so. Weil die Bossfights sind eigentlich recht langsam. Aber Bossfights geben dir 3 Monde anstatt nur einen. Oh. Das heißt, wenn es schnell geht, dann machen wir die auch manchmal. Es gibt auch hier viel mehr Monde als jetzt sage ich mal Mario 64 mit den Sternen und so. Sagt es wieder für. Wie viele sind das genau? Wir holen uns 124. Okay, kleinen Moment. Ja. Wow. Das war so ein kleiner Alter. Sprung. Alter, was passiert hier? Das ist schon beim Boss übrigens. Das ist ein Boss, ja. Ja. Das 124 in diesem Speedrun, weil das ist die Mindestanzahl, die du brauchst, um das Spiel zu besiegen. Und dann, aber insgesamt gibt es 880. Ja, man kann auch sagen, dass das eigentliche Spiel so richtig erst anfängt, wenn man es eigentlich durchgespielt hat. Ja, da ist so viel Zeug. Also wirklich. Ich bin gespannt, welche Aufteilung der Monde du nimmst. Weil ich habe jetzt irgendwie mit 170 oder so beendet und sammel die ganze Zeit momentan. Aber wäre interessant zu sehen, welche die effizienteste Variante ist. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, warum wir diesen Boss besiegen. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist es notwendig, um genug Monde freizuschalten. Da sieht man gleich die Kette mit 3. Ja, 3 Monde auf einmal. Und jetzt fehlt uns nur noch einer in diesem Mansumikischen fertig. Ich weiß gar nicht, wie viele Level sind das überhaupt. Ich glaube 10 oder so. Hier sogar mehr, ne? Irgendwie 12, 13. 12? Ja, okay. Ja, ist alles sehr neu. Das Spiel kam erst vor einer Woche raus oder so. Aber dafür gibt es ja jetzt schon ordentlich Fortschritte, wenn ihr so bei 1,20 allgemein so rund gelandet seid. Wenn wir jede Stage sehen? Ja, alle. Außer eine. Also nicht die spoilen wir nicht. außer 3. Ja, darüber müssen wir nicht sprechen. Sind ja zu neu. Ups. Man sieht, der Skill-Level der Monde ist unterschiedlich. Ja? Manche gibt es dann so für kleine Sprunganlagen, die man machen kann. Andere sind versteckt unter dem Boden. Bei anderen ist es dann wieder, wo man wirklich mal einem Pfad folgen muss oder einen Gegner besiegen muss. Also die Varianz ist da schon sehr, sehr hoch. Und das ist jetzt der Eingang zur nächsten Stage, ja? Nee, das ist unser Chip. Achso, das musst du mit. Das ist die Odyssey. Das ist die Odyssey. Also so nennen die das. Das ist unser Schiff. Und das wurde haben wir jetzt repariert und jetzt können wir los.
Und das ist dieser Planet mit den ganzen Königreichen. Ja, so diese Textboxen sind so immer Zwischenleveln, aber ist nicht lange. Ich glaube aber, die kaschieren eh nur Ladezeiten im Moment. Ja, weil, das denke ich auch. Ne? Kann sein eigentlich. Also jetzt natürlich noch, wie man die Levels das Online-Handbuch sich angucken kann. Weil ein richtiges Handbuch ist wohl nicht in der Packung mehr drin. Nee. Sand Kingdom. Sehr, sehr groß. Größtes Level, glaube ich. Wir sehen sogar nur, glaube ich, nur die Hälfte in diesem jetzt. Okay, in dem brauchen wir ein bisschen mehr. Wir brauchen, wie viele sind das? 16, glaube ich. 16 Monde. Ja. Jeder Level hat noch so Spezialmünzen. Hier sind es irgendwie Dreieckstacos oder sowas, die nochmal sammelbar sind für. Ja, genau. Sachen, die man dann einkaufen kann, Kostüme oder gibt es bestimmt auch, wenn man alle hat, nochmal einen extra Mond. Gibt es ja für alles Monde. Mhm. Hast du den gerade da einfach aus der leeren Luft gegriffen? Da? Ja. Ah, nee, der war underground. Ja, aber der Controller hat vibriert. Das ist so ein Raum, wo du mit Vibration den Mond ich finden verstehe. Musst. Ja. Und das sind die Kostümverkäufer. In jedem Level gibt es dann einen Laden, wo man die Sachen, die man findet, die roten Münzen oder die normalen Münzen gegen Kostüme eintauschen kann, wenn du nicht hier den Standard-Look haben möchtest. In jedem Level kannst du dir auch einen Mond kaufen. Ja, im Early Game zumindest. Aber in diesem Level, in den meisten Leveln lohnt es sich gar nicht, weil andere Monde einfach schneller sind oder weil wir nicht genug Münzen haben. Kannst du das so lang machen, wie du möchtest? Nee, pro Sprung hast du einen Hutsprung. Okay. Deutsch. Die Zuschauer immer wieder. Das ist ja ganz lustig, wenn die Zuschauer, also ihr, bei mir im Stream vorbeischaut. Und ab und zu reden wir darüber, oh, wo habt ihr mich überhaupt gefunden? Dann sind dann immer 10, 20 Leute dabei, die sagen, hey, ich hab dich über Rocket Beans gefunden. Das ist echt sagen. Du sprichst Deutsch! Du sprichst erstaunlich gut Deutsch, wann hast du es gelernt? Ja, nachdem ich diese Roomtour gemacht habe, sprechen ja auch ständig Leute an, ne? Ob ich überhaupt noch Deutsch kann. Das ist einfach perfekt, ne? Ja, ja, stimmt, ich hab dir mal die ganzen Locations gezeigt hier bei Rocket Beans. Könnt ihr euch auch gerne mal angucken, ist auf deinem YouTube-Kanal. Oder? Genau. Wurde auf dem Rocket Beans Reddit gepostet auch. Heißt jetzt schon wieder älter. Also wir haben uns da jetzt den Checkpoint geholt. Und dann gehen wir. Natürlich, wo sonst? Echt, da ist ein Mond! Verdammt nochmal! Ist aber nicht intended so, oder? Doch, genau. Ja? Doch, genau so. Okay. Das ist der versteckte Raum. Also, da siehst du ein bisschen die Spalte, siehst du ein bisschen. Hast du gesehen? Man hat schon gesehen, dass da was runtergeht. Ich dachte jetzt, man müsste durch die Röhre da reinkommen, aber das ist nur der Ausgang. Wo wir hingehen, brauchen wir keine Röhre. Das Schöne an den Leveln hier ist, der ist zwar einer der umfangreichsten, was jetzt so den Platz geht, den man da hat, manche sind ein bisschen kompakter, aber auch wenn du selbst denkst, oh, jetzt habe ich doch alle Monde geholt und dann guckst du, nee, ich habe nur die Hälfte gefunden. Da sind teilweise wirklich einige sehr schön weniger. Versteckt. Ich bin einmal zurückgegangen in ein Level und da waren noch 60 zu holen. Also wenn du einen Checkpoint gefunden hast, dann kannst du dich da jederzeit hin teleportieren. Mhm. Alter. Du holst sie aber ganz schön schnell jetzt. Ich meine, klar, darum geht's ja auch, aber das ist nicht schlecht. Da! Und noch dann hinterher. Ja, wir haben ein paar von den Verwandlungsmöglichkeiten gesehen durch die neue Mütze, die wir haben. Wir haben es ja beim Dinosaurier vorhin gehabt oder jetzt bei den Gegnern, bei den Kugelwillis, glaube ich, auf Deutsch. Dass man sich in die reinversetzen kann und dann deren Skills dann mitverwendet. Ja, das finde ich fast eines der coolsten Mario-Features ever irgendwie. Ich finde, das hat unglaubliches Potenzial, auch noch in drei anderen Spielen benutzt zu werden. Ja, sind sehr viele schöne Ideen auf jeden Fall hier mit dabei, die auch noch nicht in einem Mario-Spiel gesehen wurden. Ja, das ist eigentlich wirklich beeindruckend, dass er sowas halt, ne? Ja. Ich meine, sie ziehen es dann auch durch. You wanna be a cactus? Natürlich. Be a cactus.
wir haben zu wenig kaktusbasiertes Gameplay bisher. Ja, das Notmeeting bei Nintendo richtig vorstellen. Dann ist einfach nur Miyamoto da und dann er sagt nichts und haut so einen Tischkaktus einfach vorne hin. Und alle wissen Bescheid. Und alle gehen weg und programmieren. Und setzt so einen kleinen Hut noch auf den Kaktus. Ach Gott. Ja, guck mal, die 16 Mode hast du jetzt wirklich erstaunlich schnell. Das ging schneller als gedacht, ja. Und das selbst hier. Aha, eingefroren. Gut. Ja, in der Wüste ist es sehr kalt. Das ist der falsche Baum. Ah, das sind quasi die 8 roten Münzen. Ja, so eine Timer-Challenge. Ja, genau, so eine Mini-Time-Challenge. Also viel wurde angepasst in dem Spiel eben hier, wie man es vorher erkannte, um das nochmal ein bisschen frischer aussehen zu lassen. Ja, waren das jetzt alle, die hier sind, oder sind theoretisch hier noch mehr? Nein, das sind noch viel, viel mehr, ja. Die du jetzt auch schon holen könntest. Genau, die könntest du auch jetzt schon holen. Aber wir brauchen ja nicht so viele, um weiterzukommen. Genau, ihr habt es gesehen, Bossgegner haben wir jetzt hier nicht besiegt, oder habe ich kurz nicht drauf geachtet? Das sehen wir jetzt gleich. Der Boss ist ja auf der Pyramide, aber ganz kurze Cutscene hier. Die können wir auch nicht überspringen. Du sagst ja, verdammt nochmal. Ja, der geht einfach weiter. Einfach so. Es hat anscheinend auch nicht so lange gedauert, die Route zu optimieren, ne? Welche Monde. Ah, die arbeiten da natürlich noch dran. Ja. Fast jeden Tag gibt es irgendeine kleine Änderung oder so. Okay. Ja, was wir gerade sehen, ab und zu mal gibt es so die Möglichkeit, Königreiche andersrum anzugehen. Ne? Du hast manchmal so einen Split, wo du sagst, wo müsstest du zuerst hin. Aber du musst beide dann jeweils machen, ne? Wenn das nicht da ist. Das ist einfach nur die Reihenfolge. Lake Kingdom, sehr, sehr kurz. Da ist einer. Ja, ich wollte jetzt unbedingt noch weitermachen und versuchen. Also 1,17 ist mein PB. Mhm. Aber ich versuche jetzt noch ein bisschen weiter runterzukommen. Irgendwie auf 1,15 oder so. Je nachdem, wie lange es mir Spaß macht. Mhm. Ich kann Bock mehr machen. Das ist eine richtige Einstellung. Sei ein Reißverschluss. Sei wirklich, sei mehr wie ein Reißverschluss. Kann man den berühmten Satz von Bruce Lee, ne? Sei wie ein Reißverschluss. Be like Reißverschluss, my friend. Ja, das geht so schnell, da kann man echt teilweise gar nicht. Kann es gar nicht genießen, dass du jetzt gerade in dem Fall ein lustiger Fisch-Mario bist. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen schwer für jemanden, der das Spiel noch nicht gesehen hat, ein bisschen da zu folgen. Na, aber es ist schon das schön. Das Folgen ist nicht schwer, das aber genau. man ist begeistert von der einen Sache und dann ist es schon vorbei. Ich schaue mal das nächste. Exakt. Das ist so ein bisschen wie, man muss für eine Arbeit üben, für eine Buchrezension, aber du guckst am Abend vorher nur den Film. Der Fisch hat sie gar nicht genau. Ich habe immer diese Zusammenfassung, die es gab, gelesen. Ja. Die waren auch, die haben mir die Schulzeit gerettet. Oh ja. Wie groß kann dieses Reklamheft sein? Ich lese es trotzdem nicht. Ah. Da wollte man direkt hoch, aber... Oh. Ja, ist ein bisschen komisch. Manchmal, also um einen Dive zu machen, musst du Ground Pound und dann den Ground Pound abbrechen. Und das ist auch so gewollt. So machst du Dive. Aber manchmal klappt es irgendwie nicht. Die Gegner sind alles Hasen. Ja, das ist so das Thema. Okay. Vielleicht Raven Rabbit. Oh. This. Ja. Habt ihr das Spiel gespielt? Noch nicht. Rabbids. Mario plus Rabbids, bisher leider noch nicht. Ja, aber ich hab's auch auf der Uhr drauf. Ist aber sehr gut geworden, ne? Das hat echt Spaß gemacht. Die Bossfights sind sehr, sehr lustig. Müsste dir hier gefallen, dann Simon, so XCOM mit Mario. Ja, ich war sehr überrascht, als ich zum ersten Mal davon gehört habe. Und ich habe eine Version, die habe ich meiner Freundin gegeben. Und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Die Freundin oder die Version? Ja, beides. Natürlich. Ja, das sollte mir zu denken geben. Hat es denn irgendeine Relevanz, dass du auf Englisch spielst? Oder ist ja eigentlich egal von wegen. Das testen die auch noch. Zurzeit ist anscheinend Chinesisch das schnellste. Okay. Aber das ist mir dann auch egal. Dann spiele ich lieber auf Englisch. Dann müssen ich mir nicht die Fragen anhören jeden Tag. Warum spielst du in Japanisch? Mm.
wenn es irgendwann mal so optimiert wird, wenn es um Millisekunden geht, dann wird man auf Chinesisch umsteigen. Wenn ich mal irgendwann so gut sein sollte, dann kann ich darüber nachdenken, die Sprache zu ändern, aber ich glaube, ich lasse dann doch lieber Englisch. Wir haben vergleichsweise kurzer Besuch jetzt hier. Wenn man diese Splits hat, sind es meistens auch weniger Monde, die man einsammeln muss pro so bei so gesplitteten Level, als wenn du einen hast, wo ganz viele sind. Das nächste ist eigentlich recht groß. 7 Minuten lang, ist, glaube ich, das zweitlängste. Mhm. Ah, nee, stimmt nicht. Aber es ist schon relativ. Jetzt die Horizon-Welt. Das ist ein leicht dezent anderer Ansatz bei den Welten hier. Die sind teilweise irgendwie realistisch gemacht. Ne? Also es ist auch schon weird, dann in einer Steinzeitwelt zu sein mit einem realistisch geformten Dino, der zwar einen Schnurrbart jetzt hat, wenn Mario ihn übernimmt, aber... Ja, wir wissen ja nicht, wie die damals aussahen. Das kann wir wissen nichts über die Behaarung, über die Farbe. Stimmt, das alles der, hat, die der, hat, haben. Der hat keine Federn gehabt. Ne? Das ist alles anders in Marios Welt. Komplett falsch. Ja, das hier ist eine Pflanzenwelt von Robotern bevölkert. Ja, hier, das ist ein Level, wo wir uns den Mond kaufen. Ah. Und dann im, ganz kleiner Spoiler, am Ende des Spiels, also nachdem du es besiegt hast, kannst du unendlich Monde kaufen. Hm. Aha. Und was bringt... Die zählen zwar nicht als einzigartige Monde, Aber du kannst deine Power halt noch irgendwie trotzdem erweitern. Das sind auch gleichzeitig so eine Art Level-Ups. Ja, du brauchst eine bestimmte Anzahl von Monden, um mehr Sachen freizuschalten. Ach. Das geht dann aus. Also wenn man die versteckten so nicht findet, kann genau, man die kannst, kaufen. Kannst du sagen, ja. Okay. Dass du dann nicht irgendwo vor einem irgendwie in der Grenze stehst, weil du einfach den nicht findest, den nächsten nur steht. Aber es ist auch dann wirklich mehr nur End-Level-Stuff. Die fand ich auch cool. Es ist irgendwie einfach geil. Ich weiß auch nicht, es sieht einfach toll aus. Braucht es auf jeden Fall. Nicht unbedingt. Aber halt Ebert noch mal anrufen. Er meinte, er schickt uns bei Zeit noch eine. Er meinte, er ist aber, er war auch im Krankenhaus und er war vor allen Dingen, ist er halt mega beschäftigt. Und es ist wahrscheinlich das Spiel, wo jeder einzelne Mensch, den er begegnet, selbst die Brötchenverkäuferin, ihm sagt, kannst du mir nicht eins geben? Insofern muss man ihm das verzeihen. Du weißt doch gar nicht, wer ich bin. Trotzdem, ich frage jeden sicherheitshalber. Ich wette, dass bei Ebert jeder Mensch, der mit ihm verkehrt, weiß mittlerweile, dass er bei Nintendo arbeitet, weil er seit 20 Jahren da arbeitet. Oh, nicht schlecht. Du hast da noch gar nicht, du wurdest noch nie getroffen so richtig, oder? Also eben einmal. Ja, deswegen frage ich. Aber ansonsten ist es mehr oder weniger gar nicht... Eigentlich keine nicht, Gefahr, ne? Nicht häufig, ne? Du rennst einfach durch, okay. Eine höhere Gefahr, irgendwo runterzuspringen und zu sterben. Mhm. Normale Münzen geben auch hier keine Energie mehr zurück, wie es bei vielen der 3D-Marios gewesen ist, sondern du musst schon dann richtige Herzen einsammeln. Du hast dann 3 oder 3 Hits, die du abkannst und kannst dir ein Upgrade ab und zu mal holen, finden oder kaufen, wo du auf 6 Hits dann kommst. Und klassisch Leben gibt es auch nicht mehr. Wenn du irgendwo stirbst, dann kostet dich das 10 normale Münzen. Ja, ist eigentlich gar nichts. Ja. Ist toll, aber kein Game Over mehr. Du verlierst auch keinen Fortschritt. Wenn du einen Mond hast, dann hast du ihn für immer. Jetzt verstehe ich, wie wir Beat vs. Mario so lange spielen konnten. So lange weit gekommen ist, ja. Ich dachte doch, das geht euch mit rechten Dingen zu. Das ist mein Lieblingswesen. Die Bazooka Bill ist es die Pflanze, die Fleischfressen auf jeden Fall mein Lieblingsvieh. Die ist ja auch wirklich immer dabei. Ja, die hat sich gehalten. Genau wie Bazooka Bill. Der hier ist aber Klassiker. Neu. Das ist so eine Walnusspflanze. Die ist neu, ja. Sieht auch sehr cool aus. Ist neu im Mario-Kanon. Ja. Ja. Yeah. You busted a nut. Das ist die Englisch für erwachsene Option dann. Ganz viele Nut-Jokes. Ja, naja, klar, ich bin eine Woche zu spät dafür. Ja, ich merke schon. Oh, es gibt Pow noch. Der P-Button. Ist ein bisschen was anderes hier. Oh.
Oh, hier steht es für Plants. Ich weiß gar nicht, was das P bedeutet. Ich glaube Power. Früher gab es dann diese... Genau, das war der Power-Button eigentlich. Power. Dann gab es auch einfach nur den P-Switch, der die Münzen in Blöcke verwandelt hat. Stimmt, bei Mario World. Und hier kommt das blaue P nochmal dazu. Blaue P. Sehr gut. Ja, normalerweise wäre diese Strecke auch über so Blumenstraßen gewesen. Ja. Das ist echt super. Jetzt muss ich immer wieder schmunzeln, wenn der so wächst. Okay, hier ein ganz kleiner Skip. Oh, super. Hast du dann so, so eine halbe Sekunde oder so, wo du da stehen kannst, ohne runterzufallen? Kannst du es gerade so hoch schaffen. Wenn wir denn hier den Boss sehen, oder du kriegst eigentlich drei, müsstest du auch so noch kriegen, oder? Ne, ja, wir machen den Boss. Ja. Wir sind ganz schneller. Ah, jetzt kommen sie endlich, die Söhne. Ne, ist auch wieder ein Hase. Ja, sind alles Hasen. Sind alles Hasen. Aber der sah aus wie ein Hasen. Ja, ja, am Anfang, ne, wegen der Frisur. Ja. Die sind alle angestellt von Bowser. Um Mario aufzuhalten. Wie gesagt, unbezahlte Praktikanten. Ja, ist nur Hasen wären dumm genug, um sich von Bowser anstellen zu lassen. Bezahlt sie einen Bowser-Dollar. Ich wette, Bowser hat seine eigene Währung. Ja, so wie Mr. Bison hier. Ja, bei Beißen-Dollar. Ja, Beißen-Dollar. Bowser-Dollar. Was sag ich denn damit? Beißen-Dollar. Eine Scheiße. Adieu, Pflanzenwelt. Die war sehr schön. Nicht alle irgendwie, wir hatten echt den. Ja, Nintendo hat's einfach drauf. Ja. Das Spiel haben sie echt gut hinbekommen. Ich war sehr misstrauisch. Ich wollte nicht enttäuscht werden, deswegen habe ich mir nichts vorgestellt. Ja, gerade das Schlimmste. Mario-Verfechter. Also. Da wurde es ja ab und zu mal, also ich kann mich noch erinnern, wie sehr ich mich auf Sunshine gefreut habe und dann war es nicht ganz das Spiel, was ich mir erhofft habe. Es war immer noch ein cooles Game, aber eben nicht das beste Game ever, was man angedacht hat. War aber auch ein bisschen die einzige Enttäuschung, sag ich mal, die Nintendo bei Mario überhaupt zugelassen hat, oder? Was war denn sonst? Nee, die Sunshine hat sich nicht gut verkauft, weil die GameCube sich nicht gut verkauft hatte. Ja. Das ist wahrscheinlich. Und Leute waren abgeschreckt von dem Flood. Ja, das wäre, glaube ich, als zusätzliches Gimmick ganz nett gewesen ab und zu mal, aber dann nicht die ganze Zeit. Ne? Nee, aber ich glaube, von den meisten anderen Sachen, es gibt kein Mario, großes Mario-Spiel, was dann eben wirklich negativ angekommen ist. Vielleicht sagen manche Leute Super Mario Brothers, New Super Mario Brothers Wii U oder so, nee, weil es sehr gut ist, ja. Aber eben nicht innovativ wirklich. Ansonsten aber alles ziemlich geil. Also Galaxy hat mich ja damals sehr geflasht. Da sind wir mit dir und Rudi ins Planetarium gegangen. Ja. Ja, Galaxy habe ich mit einem ganz großen Lächeln durchgespielt. Falls ihr Sunshine noch nicht gesehen habt, ist eine sehr schöne Speedrun-Folge auch mit. Hab ich auch gemacht. Chris hier. Ja. Schaut es euch gerne an. Oh, jetzt kommt ein Bowser-Kampf. Oh! Wow. Ja, wenn du weit entfernt stehst, dann springt er noch ein paar Mal rum. Und spuckt Feuer. Aber wenn du so ein bisschen wartest. Hier holst, dann kannst du das überspringen und direkt angreifen. Ist nicht zu schwer. Wahnsinn! My fight money! Schon alles geplant oder was? Mit einem Riesenring und ja. Wird aber eher um den Bauch dann gelegt, statt ein bisschen größer ist. Das ist ja eine Fessel. Okay, Lost Kingdom ist das schnellste. Sollte brauchen 8 Monde in unter 3 Minuten. Ja, das ist das, wo ich gerade nach Monden suche. Sehr exzessiv. Dann pass jetzt mal auf. Ja,
Gleich mal oben. Ja, ganz am Anfang sind wir da nach links hochgeklettert, weil wenn du geradeaus gehst, da ist so eine Art Bossfight und den können wir komplett überspringen. Es ist dieser Vogel, der klaut deinen Hut und dann kannst du gar nichts machen, bis du den Hut zurück hast. Mhm. Ja, und das Spiel weiß nicht ganz genau, was es machen soll, wenn du auf einmal von der anderen Seite ankommst. Mhm. Und das heißt, die Musik fängt trotzdem an. Oh, das ist ganz gefährlich. Die Musik fängt trotzdem an, wie diese Bossmusik, aber passiert du gar nicht. Kannst du den jetzt nochmal triggern, theoretisch, wenn du wieder unten an der Stelle bist? Nein, weil ich ihn gerade aktiviert habe. Mhm. Jetzt ist er. Wenn du einfach ihn ignorierst, also wir sind jetzt ganz nah dran gegangen, um ihn zu aktivieren. Aber jetzt kann gar nichts mehr passieren, außer wir sterben. Zwei noch. Acht Stück. Einer. Und da wir niemals einen Checkpoint angelangt haben und jetzt sterben, sind wir zurück am Anfang. Mhm. Ja, die lila Suppe ist hier Insta-Kill. Okay. Das war's schon. Ah. Nice. Okay, das ging echt schnell. Wow. Wenn du vorhast, das Spiel noch durchzuspielen, du wirst manchmal echt überrascht sein. So viele Momente, wo du dir einfach nur denkst, so dumm. So ein dummes Versteck für einen Moon. Wie soll man darauf kommen? Ja, sobald du es gefunden hast, denkst du dir, das ist eigentlich ganz cool. Ja, wenn du als Entwickler Hunderte hast, die du verteilen musst, ja, bist du kreativ. Wir wurden einfach ausgekippt über den Tisch von dem Entwickler und gesagt, jetzt versteck die mal. Die sind ja immer noch alle da. Ich hab einfach welche unter den Teppich gehabt, 20 Stück. Metro Kingdom. Das ist jetzt der verwirrendste Level, oder? So optisch, als der angekündigt wurde, haben alle, glaube ich, am komischsten geguckt. Nudong City war... Ist jetzt Sonic Adventure hier angekommen. Den Regen finde ich super, ne? So ungewohnt. Stimmt. Regen bei Mario. Ja. Wie das auch alles ausschaut hier in den Straßen, ne? Also, da wirst du ja denken, das ist hier so ein Survival-Horror-Game oder was geht hier los? Das ist ein bisschen andere Route als geplant wurde. Ja, es ist New York City based. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ihr noch das. Ich weiß gar nicht, ob ich das euch erzählen soll oder ob ihr das selber herausfinden möchtet. Naja, also die Bürgermeisterin von dieser Stadt, Paulina, vielleicht kennt ihr den Namen ja, ist bekannt von einem ganz, ganz alten Nintendo-Spiel. Ja, sagt mir das. Das ist doch die bei Joko und Klaas, ne? Ja, genau, ja, Paul, die auch. Das ist sie. Ja. Ist es nicht die aus Dings? Super Mario 2? Das war Prinzessin Peach. Oder denkst du an Daisy? Nee, ich meine diese Froschkönigin. Der Endboss aus 2. Was ist denn nochmal? Das ist Ward. Noch ist es ein R gewesen. Ich glaube, es war ein R, ja. So. Aber Paulina ist die Prinzessin, die du rettest im Donkey Kong für NES. Ach, ja. Ah, so. Das ist nicht Peach. Mhm. Ja, doch, klar. Ah, oh, come on. Monde geben dir übrigens eins auch der schwersten Orte im Spiel.
Da würde ich auch sagen, also selbst beim normalen Spielen bin ich hier doch öfters mal irgendwo von der Klippe gefallen. Und ist auch ein Checkpoint, der ist wichtig, den brauchen wir später. Und auch ein sehr schwerer Bossfight jetzt. Der schnellstmögliche Weg ist in zwei Cycle. Das heißt, das ist jetzt die erste Phase. Hat ein bisschen lang gedauert. Ich will auf keinen Fall Schaden nehmen, weil sonst sterbe ich beim Boss. Es ist ein bisschen schwer, hier nicht Schaden zu nehmen. Ist gerade noch verwundbar? Genau, wenn er diese Runs. Ja, genau. Da muss man einfach nur ausweichen. Okay, ja, dann geht's hier weiter. Drei Stück fehlen. Ja, also da hätten wir es jetzt schon beenden können. Das will man natürlich. Das ist sehr schwer. Jetzt fehlen uns noch ein oder zwei Schuss. Drei Zeichen ist einfach zwei, das ist voll in Ordnung. Und auch noch so ein Todesschrei weggelassen, ey. Mario ist Hardcore. Spektakulär. Ja, also die Story war hier, dass dieses Monster die Elektrizität abgeschalten hat. Und jetzt, wie ihr gleich sehen könnt, ist jetzt... Jetzt ist die Nacht eh vorbei. Es war das Inkasso-Monster. Du hast die Stromrechnung nicht bezahlt. Ganz cooler Track hier. Ich krieg das auch hin. Menschen! Oh, jetzt bin ich gespannt. Holy shit, okay. Ja, man da so ganz nah hin und dann durch den durch Shaken. Diesen Homing, also in Deutsch. Der Zielsuche ist. Genau, Zielsuchen. Dann auf die Elektrizitäts. Kabel. Deutsch. Ja, richtige Menschen hier bei Mario. Auch ziemlich weird. Ich musste tatsächlich an Sonic denken, ey. Sonic 2006 oder sowas, wo lauter Menschen da herumlaufen und sich total überhaupt nicht wundern, dass da ein Comic. Ah, die sehen halt alle gleich aus. Oder eine fette Katze. Mhm. Wenn die jetzt alle so anders aussehen würden, dann würde ich mich, glaube ich, noch komischer fühlen, als wenn die jetzt alle das Gleiche anhaben. Vielleicht ist es auch Sozialkritik, die wir hier sehen, ja. Die Arbeitsgesellschaft in New York, die macht aus dir einfach eine Arbeitsdrohne. Ja, eine Uniforme. Arbeitszone. Oh, da war eine versteckt. Okay. Und es gibt Müll in Marios Welt. Ja. Mhm. Aber nur in der Welt, die unserer ähnelt. Ja, genau. Woanders gibt's. Und jetzt reden wir mit dem. Der ist ganz depressiv. Aber wir sind jetzt ein einziger Freund und dann gibt er uns einen Mund. Du sollst mich nicht so haben, du könntest nur einen Meter groß sein und Klempner. Ja. Das sind Probleme. Weißt du was? Ich habe too many moons. Das ist mein Problem. Man kann übrigens absehen, welche Figuren man übernehmen kann oder nicht daran, ob sie Hüte haben oder nicht. Ne? Bei manchen kann man die Hüte wegschnippen und dann entsprechend übernehmen, aber wenn ihr dann seht, okay, die Figur trägt selber einen Hut, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass man sie übernehmen kann. So rein zufällig, wenn alle hier so alle Hüte tragen. Alle gut behütet.
Das ist hier wirklich. Das ist auch sehr gut, ne? Einfach der Gang ins Nichts. Kommt aus dem Nichts, geht ins Nichts. Machen wir so eine Röhren hier in dieser Welt. So ein bisschen Purgatorium hier sogar, ne? Ja. Ich bin jederzeit auf dem Weg zur Arbeit. Ich komme nur nie an. Ich glaube, es ist einfach so, wie Mario sich die Welt der Menschen vorstellt. Mhm. Ohne Spaß, Hüte tragend, immer auf dem Weg zur Arbeit, grau und grau. Keine Ahnung, was das sein soll. Zeitmaschine. Das ist nicht ein Teil von den Man-Boss? Hätte ich jetzt gedacht. Könnte sein. Ja, eine von den. Ja, würde ich auch sagen, es war eine von den Kugeln. Man muss hier echt ständig aufpassen, man darf keine Sekunde mal nicht hingucken. Hat den Müll darüber gepackt. Ja, das ist aber auch eine wirklich. Da würde ich mich bei der Hausverwaltung beschweren, wenn meine Mülltonne sich da befindet. Ich bring mal den Müll raus. Hui! Gib mir mal den Paraglider, ich muss nur einen Joghurtbecher wegwerfen. Musst du da selber lenken? Nein. Sobald du es einmal bewegst, geht es ganz von alleine ganz hoch. King Kong. Ich wusste es. Alter. Ich wusste gar nicht, dass man so hoch hin kann. Der Herr. Und in den Pool. Ui, direkt auf die. Oh, no. Ah! Safety. Ah, cool. Glück gehabt. I was in the pool. Da ist auch er. Sehr gut. Der vibriert auch. Und das sind, wenn du von der anderen Seite kommst, da sind ganz viele Vögel, die sich da so treffen. Das ist so ein kleiner Hint. Nur noch einer. Noch einer. Toad. Toad ist meistens nett. Ich hab rein zufällig eingefunden. Toad. Ja, der hat dir bei 64 schon Sterne geschenkt. Mhm. Er ist ein Geber. Das war's. 20 Stück. Sollte ungefähr 10 Minuten gedauert haben. Mhm. Dadurch, dass es so kleine Abschnitte sind, du die in so einer schnellen Zeit erledigst, ist es sehr kurzweilig alles. Ja, wir haben schon relativ schon viel von der Zeit gesehen. Das finde ich auch. Man macht so viel und die Zeit vergeht einfach sehr, sehr schnell mit dem Spiel. Ja, selbst bei anderen Spielen, wenn du Speedruns davon guckst, da weißt du ja, okay, die Phase ist jetzt ein bisschen langsamer oder bei dir. Ja, genau. Manchmal auch langweilige Parts oder so. Es ist halt super toll, auch für die größeren Kategorien. Es gibt so viel Freiheit. Du kannst ja die Monde in irgendwelchen Reihenfolgen einsammeln, wie auch immer du willst. Und da gibt's, das wird Jahre dauern, bis man da die perfekte Route gefunden hat. Für Any%, da wird es nicht mehr lange dauern, bis es einfach nicht mehr besser gehen kann. Oh. So früh wollte ich eigentlich nicht runterfallen. Hier ist der Stein. Ist auch nur so Blizzard-mäßig am Anfang. Ansonsten wäre es nicht so schön. Da hört's doch. Der Nikolaus. Oder auch nicht. Die kaufen uns auch noch einen. Ich glaube, ich der letzte sogar schon. Gefällt es echt, wie auch hier so teilweise die Textur der Gegend dann ausschaut, ne? Gibt es einen Level, der sieht aus wie Filz, wo du dann überall so drüber läufst, oder hier fast schon eher wie Schaumstoff.
zumindest in der Schnee. Oder so Pulver auf Schaumstoff. Dann möchte ich überall reinbeißen oder zumindest mal anfassen. Reinbeißen? Oh, mit solchen Aussagen musst du aufpassen heutzutage, Simon. man möchte mal anfassen, ne? Ah, ja, okay. Na, wir reden hier von Mario. Wer weiß, was bei Mario noch alles rauskommt. Ja, ich will ihn ja gar nicht anfassen. Donkey Kong's Confessionals. Er wollte mich eigentlich besiegen. Im Dschungel. Also, plötzlich waren sie Feinde, dann Freunde. Was ist da passiert? Wo kommt Donkey Kong Jr. her? Ich glaube, der ist halb Mario. Ja. Ich wusste es. Natürlich. Natürlich. Stachel-Dingser, Koopas, was auch immer die sind, die kann man leider nicht übernehmen. Ah, schade. Viel zu langsam, oder? Was? Nee, die Stacheldinger meine ich. Ah, ja. Ja, die bräuchte man da auch nicht übernehmen. Aber die tragen keinen Blut ein. Nee, die kann man nicht. Der Hut, der springt, der bounced nur. Ja. Oh. Smart. Yahoo! Ja, das Spiel sagt dir, du solltest die Barrieren freischalten, also diese Pads, wo wir draufstehen. 4 Stück insgesamt, alle 4 Richtungen. Mhm. Aber wir machen nur 3 und dann hauen wir auf. Das war's dann. Hier was Leute sehr toll finden. Goombas? Mhm. Goombas? Okay. Super gut. Goomba. 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 Super gut. Haben Sie heute schon gestapelt? Oh, du hast die wirklich schon. Oh. Alle, mir so schön geholfen. Keine Angst, die sind in der Gewerkschaft. Die sind in der Goomba-Gewerkschaft. Ja, eigentlich gibt es auch nicht viele Skips oder Glitches, die man erklären muss. Mhm. Also Glitches überhaupt nicht, glaube ich. Sogar. Ja, ist sehr interessant, ist sehr glitchfrei im Moment noch. Also so richtig out of bounds oder andere Sachen musst du bisher auch nicht gehen. Wenn ich mich da an Mario Sunshine erinnere. Das war so ein bisschen was anderes. Out of bounds überall. Ja, auch ein bisschen scary. Und das war's, ja. Du kannst dich jederzeit immer zum Checkpoint zurück teleportieren. Solange du nicht fällst oder in einem Bossfight bist. Okay. Eigentlich hier überall. Das war die Schneewelt. Also natürlich, man weiß nicht wirklich, wie die Monde... Also wie sie, die Developer, das wollten, dass du ihn einsammelst, war manchmal. Aber ich glaube, dass sie wussten, dass es andere Möglichkeiten gibt. Meistens. Das ist schon 85 jetzt, ne? Mhm. 140. 124. Ja, wir steigen ein bisschen Ende zu. Ja, ja, wobei, zeitlich haben wir noch knapp eine halbe Stunde, also. Kommt denn dann am Ende noch ein krasser Kampf, der alles aufhält? Ah, okay. Natürlich. Ende überragend. Okay. Ja, das ist nicht so, dass man dann die Monde irgendwie dann in den Automaten schmeißt und dann ist fertig. Das wär's, ne, wenn du alle Monde dann einzeln wie so eine Münze einwerfen müsstest. Oh Ding, Gott. Kaching, kaching. Mit so einem Motion Control Move. Ja. Piraten-Gumba. Mhm.
Sieh, das war jetzt, glaube ich, nicht so geplant, dass du da so gerade so hochkommst. Weil es gibt auch... Enemies hier, die du ein... Wie sagt ihr das in Deutsch? Wir sagen Capture in Englisch. Gefangen nehmen. Gefangen nehmen. Schläge. Das ist ja voll die SpongeBob-Welt, ne? Piraten, ja. Schnecken. Es ist tatsächlich sehr SpongeBobig hier. Und hier könnten wir theoretisch seine Nippel kontrollieren sehen. Ist, glaube ich, das bessere Wort. Ah. Also dann gefangen nehmen. Übernehmen. Oder übernehmen. Nee, das machen wir nochmal. Ich muss mir auch mal diesen Kappen-Move mal raufschaffen. Weil der scheint sehr hilfreich zu sein. Ja, ja. Es gibt auch so ein paar Abschnitte in den Leveln, wo man nicht direkt im Level selbst hinkommt, sondern über bestimmte Gänge, die man in anderen Level findet. Würde mich interessieren, ob die wirklich auch Teil der Architektur hier sind, weil normal zum so rüberspringen oder so sind die einfach zu weit weg. Ja, zum Erforschen ist der Move auf jeden Fall essentiell. Scheint mir. Das habe ich irgendwo in einem Trailer gesehen. Mhm. Ja? Ah. Ich habe mir keinen einzigen Trailer angeschaut, bevor ich das Spiel gespielt habe. Ist auch richtig so. Das ist eigentlich die richtige. Gerade bei Mario. Mit denen kannst du auch, mit denen kannst du auch ganz gerade nach oben. Das heißt, mit denen hättest du eigentlich diese hohe Plattform erreicht. Boah, das sieht alles so plastisch und süß aus. Selbst das Plank kommt. Das kommt dir hinterher, ne? Ja. Holen Sie einen Wachturm! Oh. Ich wette, es gibt so eine Selbsthilfegruppe von Gegnern, die von Mario übernommen wurden. Und damit, ja, und die haben noch Jahre später müssen die... Trauma. Er war in dir drin, der hat mich Sachen tun lassen. Ich wache heute noch auf und weiß nicht, ob ich Herr meiner Sinne bin. Ich schwöre euch, genau das gibt es. Da richtige Probleme mit. Und dann hat er... Ich trau mich gar nicht mehr im Bad. Du brauchst nicht drüber reden. Stopp, Alter! Ja, genau. Ich bin stolz auf dich. Danke fürs Teilen. So sind die Einspieler für Gemonstro ja. Ja, ja, ne? Ja, genau das war's. Genau das. Hey, wisst ihr noch, wie das mit David Hasselhoff und dem Burger war? Warum machen wir nicht Mario draus? Warum machen wir das nicht? Ey, in einer affenartigen Geschwindigkeit holst du hier die Dinge. Gebeamt. Ja, hauptsächlich unter Wasser alles. Aber am Strand gibt es auch ganz viele. Du meinst ja, es gibt sehr, sehr viele pro Level. Und du suchst ja einfach nur die schnellsten raus. Ja. Und wenn diese Kugel fertig ist, nehme ich an, dann kann man zum Endkampf kommen. Genau. Wie sie hier. Das ist sozusagen die Reichweite. Das Sonnensegel. Wunderschön. Weil man dann auch dann sagen muss, so von wegen der Logik her, wenn du dann so das komplett rund gemacht hast, da kann der Wind ja nicht irgendwo da rein. Ja, eigentlich macht es weniger Sinn. Aber gut. Außer ja. Es ist dann halt so ein Heißluftballon. Ich glaube auch, es geht vom Segel weg zum Heißluftballon. Oh, jetzt kommen wir zu einem interessanten Land, das Schlemmerland. Jetzt erklärt er uns, wie man Longjumps macht. Ja, jetzt machst du das. Das ist ein ganz großer Kontrast gegenüber der Menschenwelt aber New Donk City. Und hier ist da einfach mal dann alles aus Käse und leckere Gabeln, mit denen du sprichst. Ja, diesen Bossfight, der lohnt sich eigentlich gar nicht. Aber den muss man machen, ne? Ja, gibt nicht nur einen Mond. Ist recht langsam, aber den muss man wahrscheinlich machen. Das ist sowas, was noch gefunden werden könnte, wie man diesen Boss überspringen kann. Ah, nee, ich glaube, wir müssen es machen, um den nächsten Boss freizuschalten. Weil der nächste ist
ganz, ganz einfach. Es ist überhaupt gar kein Kampf. Da müssen wir nur hin und dann kriegen wir 3 Monate. Also der lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich glaube wegen dieser Cutscene. Die haben wir irgendwie gebraucht oder so. Hier so ein Mini-Level. Jedes Mini-Level mit so einer Tür hat 2 Monde. Ein am Ende oder... Da ist einer? Ja, eine the hell? Hauptaufgabe und ein Versteckter. Und wir holen uns nur den Versteckter und haben wir wieder ab. Ja, die hier sind meist so ein bisschen wie die Challenges bei Sunshine. Da gab es ja auch so diese kleinen Verstecken, glaube ich, wo die mal ein bisschen anspruchsvoller waren. Hier ist natürlich das ganze Spiel so wie die kleinen, aber dafür hast du dann nur ein paar sehr einzigartige Mini-Abschnitte. Was ist denn da nun? Ist doch alles nicht. Oh, Dosen werfen. Hab ich leider verpasst. Ah ja. In der Box war das drin, ja. Schattenbahnsprung. Sehr gut. Aber dagegen brauchen wir nicht. Turnips. Wie nennt man die in Deutsch? Rüben, glaube ich, muss es sein. Rüben. Das war eine goldene Rübe. Kenn ich nicht in Deutsch. Oh. Ich habe nie, glaube ich, Mario in Deutsch gespielt. Also zumindest nicht die mit den, Rüben. Mario Bros. 2. Mhm. Das habe ich gespielt im Stream vor einem Jahr zum ersten Mal. Das schlimmste Mario-Spiel, was ich je gespielt habe. Ja, das ist ja auch kein... Wurde ja nicht von Nintendo gemacht. Doch, wurde schon von Nintendo gemacht. Baku Bros? Nee, wie hieß das Original? Doki Doki Panic. Doki Doki Panic. Okay, der... Das ist echt cool, ja. Es wurde von Nintendo gemacht, aber es war eigentlich ein Spiel mit Lizenz in Japan. Ja, was das ist dann die, also eigentlich ungewöhnlich, ne, dass Nintendo sowas gemacht hat, weil heute würden die ja sowas niemals. Heute würden sie ja anlizenzieren lassen, anstatt selber. Ja. Aber ich finde es ja, es ist sehr ungewöhnlich, aber irgendwas hat es auch noch. Also ich habe es auch noch damals gerne bei Mario All-Stars gespielt. Ja, ich fand es auch immer cool. Es ist nur, man merkt wirklich, es ist kein Mario von der Idee her. Und es macht mehr Spaß als Lost Levels heute, weil das haut. Ich fand Lost Levels gut eigentlich. Ja, bei dir wundert es mich nicht, ja. Lost Levels ist auch ein gutes Spiel und eben ein sehr schweres. Es ist sehr schwer hier. In Lost Levels, es ist leichter. Das stimmt, das ist so Design. Das ist leichter, wenn du nicht aufhörst zu rennen. Ja. Weil alle Enemies und was weiß ich, bewegende Plattformen, die sind alle darauf ausgerichtet, perfekt für dich da zu sein, wenn du niemals aufhörst zu rennen. Deswegen finde ich es ganz toll. Wenn du versuchst langsam zu gehen, dann bist du das Flash. Pfann gegen Käse. Ich würde dann nur als Schildkröte rumlaufen. Mhm. Ich konnte nicht so gut zielen mit den Pfannen, als ich den übernommen hatte. Das Gefühl immer, ich schmeiß überall hin, nur nicht auf den Käse. Ja, ich glaube, das ist so eine Art links-rechts. Mhm. Also immer wieder. Ja, immer wieder mal mit einer, mit der anderen Hand, ja. Das ist auch noch einer, den man, wenn man dann einen Skip findet, das wäre ein großer Timesink. Aber ich weiß nicht, vielleicht braucht man die Cutscene. Ich glaube, man braucht sie sogar. Oh. Ich glaube, den hat die auch gefunden. Zumindest mal welche hier. Ich glaube nicht, dass du den hast. Nee, den habe ich nicht gefunden. Sogar ein bisschen geleuchtet sogar mal. Ja, eigentlich sieht man sie auch. Die pinke Brühe ist instant tot? Nein, ist Lava. Kaum Lava.
Okay. In Amerika gibt es doch dieses, wie heißt das, so Pepto-Bismol, glaube ich, so, ja, damit man besser abführen kann. Ja, so sieht's aus, ne? Hier, das ist der Boss, also ja, wir bereiten ein Steak vor für den Vogel. Ja, und das ist ein Stück Fleisch. Wir haben ein Stück Fleisch übernommen, das in eine große Suppe gepackt wird. Frag einfach nicht. Ich sag schon lange nichts mehr. Aber das Stück Fleisch hatte keinen Hut, deshalb kann es das übernehmen. Ey, doch, es hatte nur den kleinen Hubbel, wo der Hut draufkommt. Das war so ein bisschen Knorpel. Den Knorpelhut. Alter. Das heißt aber, du machst auch jetzt hier dann den Boss, ne? Nö. Wir brauchen nur noch einen. Der Boss ist... Ach, man müsste ja nochmal draufklettern, alles klar. Naja. Ich dachte, der würde dann direkt nach dem Fleisch losgehen. Nee, dann machen wir den natürlich nicht. Oh, okay. Das ist aber neu, dass man nach oben bounced, wenn man den Stomp gemacht hat, oder? Seit 3D World gibt's das mit dem Ground Pound Bounce, oder wie es ist. Glaube ich, zumindest, ja. Okay, nächstes. Okay. Wenn du glaubst, du hast schon alles gesehen. Warte bis das nächste. Das müsste jetzt auch schon fast das letzte sein, oder? Ja, von den Monden her. Für das Segel brauchen wir noch einen. Ja, das fast fertig. Ja, das ist so eine kleine Meme. Mario Odyssey ist jedes Spiel. Das sagen wir so. Weil diese ganzen Mechanics sind so bekannt von anderen Spielen. Dark Souls? Ja, schau's dir mal an, ey. Das ist wirklich Dark Souls, oder? Das gefällt mir. Das ist echt geil, ey. Oh Mann. Ach, Mario, du bist mir ein Verrückter. Du wirst auch nie verklagt. Da draufsetzen? Nee. Das wäre geil. Das wäre eine große Transformation. Das wäre natürlich ganz gut. Gibt es eigentlich immer dann so machen können, dass du den übernehmen kannst und dann musst du gegen größeren Drachen kämpfen und den dann nochmal übernehmen. Ja, genau. Nochmal. Die Nahrungskette hoch. Ja. Gutes. Ich habe schon mal einen Run hier verloren, weil ich nicht geschafft habe, ihn rechtzeitig zu besiegen. Und dann haben wir einen extra Cycle. Also noch ein drittes Mal. Oder viertes Mal. Aber ich hab immer geworfen. Hab immer verfehlt. Fünfmal hintereinander oder so. Er hatte das Gute im Herzen doch. Schon die ganze Zeit. Er war doch ein guter. Okay, und jetzt wirklich zu Bowser's Kingdom. Er kriegt sein eigenes Kingdom. Mhm. Auch sehr ungewohnt, ne? Hey, gab's auch nur drei?
Ist das jetzt der ganze Level gewesen? Man braucht 3, um weiterzukommen. Aber und ich glaube, das ganze Level hat 5. Also es ist ein kleineres Level. So das heißt, du musst den Boss besiegen. Mhm. So eine zwischendurch Boss-Stage quasi. Mhm. Ah, ich finde es ganz gut, dass du den Boss besiegen musst. Ja, eigentlich eine Sache. Ah, der ist toll. Der ist cool auch. Ja, ganz cool geworden. So funktionieren die Steuerungstricks. Zeitflip haben wir jetzt gelernt. Mhm. Oh, wie schlimm, dass wenn man dir das einsetzen kann, wenn einem das erzählt. Oh Gott. Warten wir bei Nioh. Mhm. Tragen auch die entsprechenden Hüte, ne? Die Goombas. Ich finde es schade, das erinnert mich an Nioh. Hast du auf jeden Fall nicht wirklich zu bauen, oder? Ja. Die Gegner mag ich. Ach, Spechte mit langen Nasen. Ja, mit denen du dich quasi an Wänden hochspechten kannst. Ey, die sind einfach, die haben eine Fantasie, das ist einfach Wahnsinn. Ja. Nintendo ist ganz toll. Oder ganz gute Drogen. Ja. Oder bald. Ja, was du nicht weißt, in Japan heißen die Drogenfantasie. Ja, so China-Style. Hm. Ja, auch wie jedes andere Level braucht man hier eine bestimmte Anzahl, aber die zeigen dir die Anzahl gar nicht an, bis du den Boss besiegt hast. Okay. Das heißt, du musst ihn besiegen, um überhaupt weiterzukommen. Macht aber auch Sinn. Hei. Wirklich. Wirklich. Ein Glory Hole. Der ist nicht mal so ganz schlimm versteckt. Du wirst dich noch wundern, ja, wenn du das Level weiterspielst. Ja, ja. Ja, den habe ich nicht normal gegangen, den ich den hatte. Das habe ich noch vor mir. Okay. Ja, also wir haben uns jetzt den aus der Wand ist ein extra. Der ist nicht notwendig. Um zum Boss zu kommen, zumindest. Mhm. Nachholen müssten wir noch einen weiteren haben, der außerhalb des Weges liegt. Aber ansonsten ist eigentlich alles nur direkt zum Boss. Souvenirshop. Mhm. Jetzt schon hier, ey. Und 2 Minibosse. Die sind echt. Reicht mir immer Probleme. Ah, Münze. Hier. Ah, schon wieder! Eine ganz starke Rechtskurve. Am besten so wenig Damage wie möglich, weil man muss 2 Bosse hier besiegen und nur 3. Da ist ein Herz unten in der Kiste. Das musste ich holen, ja. Green Guy. Ich konnte klar durchziehen. Also auch die Hasen, die aus dem Hut kommen, jetzt raff ich's. Mhm.
ist auch der Lösungsansatz dieses Bosses, was beim ersten Mal nicht geklappt hat. Mehr Hüte. Das muss es sein. Wie viele Hüte hattest du? Wie nur 6. Daran liegt's. Hier, nimm noch mal 10. Ja, aber jetzt mal ganz kurz. Ich meine, diese Hasen, das kommt wirklich wegen Hasen und Hüte. Ich schätze oder? Mal, ja. Das, Mann, das kommt mir jetzt. Das hab ich auch nicht gehört. Wir haben ja gesagt, the deepest lore. Okay. Sehr gut. Jedes Mal, wenn du einen Mond einsammelst, mit ohne Schaden genommen zu haben, dann sparst du dir so eine kleine Animation, die deine Leiste wieder füllt. Mhm. Und das ist eigentlich relativ viel sogar. Das sind, glaube ich, sogar 1,5 Sekunden pro Mond. Mhm. Das ist recht viel, wenn du 100 Monde einsammeln musst. Mhm. Das heißt, immer versuchen, einen Mond einzusammeln mit ohne Schaden. Jetzt können wir auflegen, auf jeden Fall langsam Richtung Endgame. Von deiner Bestzeit bist du nur noch 7 Minuten getrennt. 10 Minuten. Ich dachte 15. Nee, 17. Nee. 17. Entschuldigung. Tschüss. Doch. Schnell. Der Schnabel ist schon verdient. Ja, es macht sehr viel Spaß mit dem hier. Schwingen. Jetzt wahrscheinlich der schwerste Boss im Spiel. Also echt unglaublich, wie schwer dieses Ding ist, schnell zu besiegen. Die auch nie lernen, ne? Dass ihre eigenen Waffen immer gegen sie eingesetzt werden. Ich hab's gewusst, mehr Hüte hätte ich holen müssen. Ja, das ist auch nicht geplant, dass du da drauf bleibst. Oder auch überhaupt Ground Pound aufs Glas machst. Das solltest du eigentlich komplett mit dem Vogel besiegen. Ich hab's nur mit dem Ground Pound gemacht, aber bei denen oben immer, nicht an der Seite. Die lame Version der Zelda-Kolosse. Ja, das stimmt. Viereck. Kleiner Klotz. Ein Baustein von dem Zelda-Koloss. Wir hatten dann noch mal ein paar Teile über. Nice, von nach oben. Nice. Ja, perfekt. Ja, sehr gut. Sehr schön. Bin ich einmal runtergefallen. Also, genau so wollte ich es eigentlich machen. Ne? Was wir zwischendurch noch mal gesehen haben, wenn du den einmal getroffen hast, dann kommt noch so eine Schockwelle, die dich nach hinten schmeißen würde. Genau. Ja, und die hilft uns, drauf zu bleiben sogar, ja, weil die uns gibt uns höher. Ansonsten wäre ich einfach runtergefallen, als ich mit dem Kopf gegen die Wand gesprungen bin. Okay, und einen ganz, ganz großen Skip haben wir gefunden, aber im letzten Level. Ja. Komplettes Gebiet, komplett. Okay, ich bin sehr gespannt. Ja. In 4-5 Minuten Skip. Ja! Okay, die Monde gibt's überall. Du musst aufpassen. Ah, natürlich. Natürlich. Na, das ist der einzige, der falsch herum ist. Das ist so der Hint. Ja,
haben wir sie komplett endlich. Der Ballon ist ready. Ich glaube, jetzt wird es ein Ballon. Mhm. Davor war es ein Segel. Weil es hat doch irgendwie Farbe verändert. Ich weiß nicht. Und nun? Ach, den Mond, natürlich. Wohin denn sonst? Ja, wir haben 1 Stunde und 12 Minuten. Da fühlt sich gar nicht gut in der Zeit. Fühlt sich wirklich auch nicht so an, ja. Überragend, natürlich auch. Ich bin hier gelandet und da habe ich mir gedacht, haben die auch die Gravität? Gravität. Die Anziehungskraft angepasst. Du hast so einen schönen Anzug an. Mhm. Das ist eine Hochzeit, ne? Ah, sehr schön. Alles ganz authentisch. Mhm. Bestimmte Formeln, mit denen das berechnet wird. Ja, Mario durch Gravitation mal 4. Gravitation, wo? Durch die USA-Flagge. Das habe ich mir auch gerade gefragt, ob sie die eingebaut haben oder nicht. Also, das ist sie hier. Ja, die hat Pause geändert. Du müsstest drunter noch die USA-Flagge sehen, die drüber gemalt wurde. Durchgestrichen, das wäre toll. Okay, anstatt in den Tunnel zu gehen. Ah, okay. Hier. Oh, wirklich? Du müsstest eben durch einen internen Tunnel gehen, um da hochzukommen eigentlich. Ein sehr, sehr langer Tunnel. Ja, erster Versuch. Ist nicht ganz so schwer, aber man braucht ein paar Minuten, bis man es gelernt hat, auf jeden Fall. Ist auch nicht immer ein erster Versuch. Also. Stopp! Der Ring. Das ist ein riesen Scheißring, ey. Dann will er sie doch wieder nicht. Er will eigentlich nur verhindern, dass sie glücklich wird. Ja. Indem er ständig alle Hochzeiten verhindert. Ist mittlerweile zur Sucht geworden für Mario. Ja. Ist egal, wer heiraten will. Hauptsache, ich hab's verhindert. Ist doch die Frage, will sie das überhaupt? Sie wird selten gefragt. Dass sie entführt will, mittlerweile will sie das ja bestimmt. Klar, die will das anders doch. Anders kann man sich ja nicht entführen. Zieht sich doch schon so an, guck dir das doch mal bitte an. Du wirst nicht so oft entführt, wenn du nicht auch ein Stück weit Interesse daran hast. Also das ist so Roleplay, ja? Ja, ich weiß nicht. Wir haben eine sehr seltsame Beziehung, Bowser und die Prinzessin. Ja, wir wissen ja auch immer noch nicht, wer die Mutter von Bowsers Kindern ist. Ja, mach mal Peach. Immer gleich? Ja. Keine RNG. Im ganzen Spiel eigentlich gar nicht. Okay. Jetzt bricht alles zusammen und wir müssen abhauen. Oh. Oh, oh. Oh, nein. Oh. Oh. Ja, wenn man keinen Hut trägt, ja, das kommt macht davon, man sich angreifbar. Ich würde ihn gerne von vorne sehen, aber das ist cool. Das er hat sehr Ihr müsst euch auf jeden Fall die ganzen Cutscenes anschauen. Und, das ist echt überragend. Ja, die Prinzessin auf den Schultern. Es wird noch besser, warte. Es wird immer besser.
Natürlich, ja. Das ist ja fantastisch. Wie geil ist das denn? Das sehr ist häufig hier gestorben. Das ist bisher mein Lieblingspart. Ja, aber da habe ich jetzt auch wirklich null mit gerechnet. Das ist ja richtig geil. Jetzt wieder raus und plupp. Natürlich auch ein Bowser Odyssey. Ja, oder? Er ist ein guter Charakter. Hat einiges drauf. Musik. Das ist auch nicht so super. Party mit Feuerbällen. So ein bisschen wie bei dem goldenen Sonic, ne? So eine, ja, stimmt. Spezielle Mucke nochmal und alles ganz episch. Alles für Super Bowser's Odyssey. Boah, das ist das sein. Muss man alles nochmal neu machen. Okay, und dann Zeit ist fast schon vorbei. Ja. Ich sag's dir dann, okay? Ja. Ah, der letzte. Und Spieler. Jetzt in ready? Ja. Und sehr schön. 1,18. Hey, super, hey. Super gut. Das war der zweitbeste Run, den ich je gemacht habe. Sehr gut. Wir haben dir gerne geholfen. Ja. Wow. Es war schnell, es war schön, es war gut, es war wirklich ohne, dass du das Spiel gebrochen hast in irgendeiner Form. Ja. So, es war einfach smooth durchgespielt. So, Regie, ja. Gehen wir mal weg davon, wir wollen ja für die Leute nicht spoilen. Oh. Ja, ne? Ja. Nee, das finde ich aber auch nur fair. Ja. Ich werde jetzt eh schon gespoilert. Was? Er kriegt sie am Ende? Ja. Guck ja. Nicht hin, guck nicht hin. Nicht direkt nein, ins Licht. Nein, die Hüte küssen. Aber, nur die Hüte. So sagen sie nicht. Das sind Geschwister, Simon. Ja, sie haben sich umarmt. Nintendo macht mich fertig. Ne? Die sollen die endlich mal jetzt... Naja. Aber ja, super unterhaltsamer Run, wirklich. Ja, also hat sehr viel Spaß gemacht, nur zum Zuschauen und auch einer der kurzweiligsten, die wir bisher hier hatten. Hey, total. Und dafür, dass es eben auch noch nicht so richtig optimiert ist, weil ihr jetzt eine Woche eben dran sitzen konntet bisher. Bin sehr gespannt, in welche Richtung das hier noch alles hingeht. Ja, ich muss auch sagen, vielen Dank dafür. Du bist ja jetzt noch mit anderen Spielen hier. Wir sperren die nochmal ein und lassen genau, die nächste Woche raus. Die nächsten Wochen wirst du also uns nicht verloren gehen. Genau. Du bist weiter hier. Ey, fett, vielen Dank. Ja. Das war super. Ich bin immer noch, ich wollte nur gerade... Du guckst dir gerade noch selber an. Ja, das war super. Es ist ein sehr interessantes Ende, wenn ich das mal sagen darf. Aber guckt's euch, erspielt es euch selbst. Ja, genau. Es dauert ein bisschen länger als 1:18, aber... ein guter Anfang. Es lohnt sich. Vielen Dank. Vielen Dank. An dieser Stelle. Und euch auch. Das war Speedrandale für heute. Und nächste Woche geht es weiter wieder mit 360 Chrism und was anderem. Bis dann. Ja.